Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. Ja, legen das schlafen. Hauptsache er ist ruhig. Hauptsache der ist ruhig. Wütend. Ja, geh schlafen. So, dann können wir ihn anschließend jetzt stillen. Und dann die Windeln machen. Windel sollte reichen. So, Windel wechseln. So sollte das passen. Ah. So, spuckfreudig, na ganz toll. So, einmal Windel wechseln, dann können wir ihn... Wer bist denn du eigentlich? Der Udo, ne? Du bist der Udo. Dann können wir den Udo nämlich hier absetzen. Rauferei in der Nachbarschaft. War grauenhaft, ja. Du schläfst. Du könntest auch mal noch schlafen gehen. Wobei müsstest du... Na, du musst nicht aufs Töpfchen. Ah. Udo hier absetzen. Und dann kann sie erstmal schlafen gehen. So, ihr zwei solltet auch mal ins Bett gehen, glaube ich. Du hast dich da schon schlafen gelegt, dann leg dich doch richtig hin. So. Ja, ja, steh auf. Steh einfach auf, meine Liebe. Und leg das Kind weg. So, und dann kannst du auch mal schlafen gehen. Achso, da müssen wir. Ja, ja, leg dich hin. So, Udo kann auch in die Haie gehen. Du brauchst nicht brabbeln, du kannst in die Haie gehen. So, dann schläft erstmal alles. Halleluja. Gleich schläft alles. So. Gucken wir mal, wie lange wir schlafen können. Wir haben Winter. Wer ist aufgewacht? Du bist aufgewacht. Bist du schon ausgeschlafen? Tatsächlich. Ja, hol dir was zu essen. Du pennst noch. Du müsstest aber aufs Klo. Dem müssen wir das beibringen, ne? Ja, dem müssen wir das beibringen. Nicht die Windel benutzen. Nicht die Windel benutzen. Das ist Töpfchenhilfe für Tina. Ah, es ist eh zu spät, ne? Du könntest aber auch was essen. Ein Gericht nehmen. Wie sieht's bei dir aus? Dich schicken wir, glaube ich, mal aufs Töpfchen, weil du kannst schon. Du bist selbstständig. Hast du den jetzt gewechselt? Windel gewechselt? Du bist doch eine doofe Funz. Jetzt wechsel bei diesem blöden Balk die Windel. Wobei, der ist einfach dreckig, ne? Was machst du, doofe Kuh? Lass das Kind! Du
Du bist doch eine blöde Nuss. So. Bade mal diese Stinkmorchel da. Der ist noch müde. Aber der ist sauber soweit. Wie sieht's bei dir mit Hunger aus? Ja. Auch. Dann können wir dich anschließend mal noch stillen. Sehr gut. Ist hier eigentlich irgendwo noch eine... Hatte die nicht ein? Irgendwie eins mit Flasche gefüttert? Weiß ich nicht. Ich weiß es gerade nicht. So, wir haben Winter. Frost. So, dann darfst du ihn noch stillen und dann kannst du den wieder hier ablegen, dass der weiter schlafen kann. Dann können wir dich was essen. Oh, hier darfst du mal gerade aufräumen, meine Liebe. Und die darfst du weglegen. So. Abuey. Töpfchenhilfe kann sie nicht geben, ne? Ne, kann man nicht. Schade aber auch. Schade, Marmelade. So. Jetzt kannst du noch was essen. Hol dir auch gerade mal was. Und dann würde ich sagen, machst du noch die Heizung mal an. So, das Essen bringen wir mal da rein. Oder ist einer von euch beiden hungrig? Sie müsste aufs Klo. Romantische Zufriedenheit endet. Versuchen aufs Töpfchen zu gehen. Du bist... Nee, doch, sie ist die Selbstständige. Du gehst in die Haie. Sehr gut. Halleluja. Ist die Frage, ob wir ihr gerade mal Töpfchenhilfe geben, der Tina. Die hat zwar jetzt schon in die Windel gemacht, aber... So, ich muss hier, glaube ich, erstmal noch sauber machen. Ah, nee, nicht mit dir. Mit dir natürlich. Nein, nicht baden. Säubern. Oh, aber erstmal geh aufs Klo. Und dann säubern. Musst du irgendwie baden? Duschen wäre, glaube ich, besser. Geht schneller. Und dann können wir mal Töpfchenhilfe bei... Tina geben. Um Rat gebeten werden. So, wie sieht das... Du musst immer noch aufs Töpfchen. Warum? Du warst doch gerade. Warum musst du schon wieder? Das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Bist du Buggy? So, was macht sie jetzt als erstes? Töpfchenhilfe, okay. Oder? Sprechen. Ja, von mir aus. Von mir aus ist die Familiendynamik streng. So. Weil es ist wichtig, dass sie das lernt. Weil dann haben wir da kein Problem mehr mit. Dann ist Mareike raus aus der Aufgabe, hier immer Töpfchenhilfe zu geben. Ich bin ja schon froh, dass sie das alleine kann. Aber so können wir die dann halt aufs Klo schicken, die Mädels. Ohne, dass wir ständig dabei sein müssen.
Das ist ja auch schon mal viel wert, ne? So. Ich hoffe, bei ihr klappt das jetzt. Jugendfest hat begonnen, okay. Okay. Anruf. Oder auch nicht. Klappt das jetzt bei dir? Das wäre mal interessant. Level 4 der Motorikfähigkeit erreicht. Das ist schön. Ah, jetzt. Sehr schön. Ah, sie braucht doch nur wieder Energie. Sie kann dann erstmal noch schlafen gehen. Töpfchenfähigkeit erworben. Sehr gut. Ha. So. Du gehst doch mal noch ins Bett. So, und du, meine Liebe, darfst hier gerade mal sauber machen. Da hat es einen kleinen Unfall gegeben. So, du hast Hunger, du brauchst Hygiene, du brauchst Energie. Spaß kriegst du gerade, das ist schon mal gut. Fragt sich... Nö, keine Zeit. Da hat wer Hunger. Und da können wir gleich mal auf Füttern gehen. Sie duscht aber gerade noch. Das ist auch wichtig. Duschen ist auch wichtig und richtig. Absolut. So. Das ist jetzt schon ordentlich abgenommen, ne? Richtig ordentlich. So, du hast nur Hunger, ne? Ja, sonst sieht das alles ganz gut aus. Dann können wir ihn anschließend hier wieder absetzen. Beziehungsweise... Ah doch, er braucht noch Energie. Der braucht noch. Wie sieht das bei dir aus mit Energie? Du brauchst Spaß, aber Energie auch. Traurig. Braucht Vergnügen. Du, da hätte ich eine Idee. Puppentheater aufführen. Moment, für... Für... Tina ist das, glaube ich, ne? Tina, jawohl. Level 2 der Videofähigkeit erreicht. So, du kannst mal in die Haie gehen. Lass ihn einfach in Ruhe. Um Rat gebeten werden, okay. So. Was für ein Rat hättest du gerne? Das Geschenk für, ja, war für dich. Sei dankbar. Wo willst du denn jetzt hin? Okay, du guckst dir das Puppentheater von dort aus an. Kann man machen. Du nimmst dir ein Hörnchen. Nicht, dass du nachher anfängst zu klappern. Die wird ja dann richtig dürr, aber na, soll sie mal machen. Wenn sie das unbedingt will. Die ist schon extrem schlank geworden. Aber gut. Sie guckt sich das durch den...
Dings an. Müssten wir hier noch Kissen oder irgendwas hinmachen? Hirnfrost, ne? So, ein bisschen Spaß brauchst du noch, den kriegst du. Du kannst hier mal putzen. Das macht dir nämlich Spaß. Level 4 der Sozialfähigkeit erreicht. Wie sieht es bei dir aus? Spaß steigt. Sehr gut. Puppentheater gefällt. Cool. Du kannst danach dann noch schlafen gehen. Die Videospielfähigkeit erworben und Level 3 der Motorikfähigkeit erreicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, du putzt. Und gehst mal pennen. Wie sieht's bei dir spaßtechnisch aus? Gelb. Achso, ne. Bei dir. Ist wieder grün. Dann würde ich sagen, geh du mal schlafen. So. Gute Nacht. Du kannst mal aufhören. Sie träumt von einem Piratenschatz. So, tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Müssen wir eigentlich mal an den Briefkasten. Oh ja, der ist voll. Du könntest mal Post holen. Meine Liebe, und dann gönn du dir mal ein Stück. Nein, nicht in ein Lunchpaket stecken. Gönn du dir mal eine Portion Kuchen. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was kann man denn alles verkaufen? Das können wir alles verkaufen. Sind zwar Geschenke für die Kinder, aber wir haben Spielzeug. Mehr brauchen sie eigentlich nicht. Von dem her. Hey, was machst du hier, Dara? Was machst du denn hier, ha? So. Sie kriegt so langsam Hunger. Können wir auch mal aufhören. Das kann sie gerade noch fortsetzen. Und dann könntest du mal was Frisches kochen. Was machen wir denn? Ein Wassermelonensalat. Das klingt doch gut. So. Sie unterhält sich mit der Haustür. Kann man auch machen. Muss man nicht. Kann man aber. So, jetzt kommen wir unserem. Morgen ist wieder Schule. Da werden die zwei hoffentlich. Da werden sie dann Zweiergrundschüler, hoffe ich. Und Dienstag dann Einser. Und dann können sie wieder altern. Einfach, dass die ein bisschen. Ja, dass wir halt wieder Platz ins Haus kriegen, ne? Wir brauchen Platz. Wir brauchen ganz dringend Platz, dass wir hier wieder Kinder machen können. So. Das kannst du dann noch verkaufen. Jetzt wird aber erstmal gekocht. So. Machst du sauber? Arbeite weiter. Ich versuche meine Hausaufgaben. Bin die letzten. Vielleicht bin ich aber nicht. Arbeite weiter drin. Übung macht den Meister. Genau. So, dann darfst du das noch aufräumen. Sehr gut.
einmal Salat. Hast die Wegzeit. Okay. Warum ist sie aufgewacht? Albtraum gehabt. Quatsch sie hier mal voll. Brabbeln, liebevoll umarmen. Über Geschwisterkind brabbeln. So. Okay, sie gönnt sich einen Salat. Wie sieht das bei dir mit Hunger aus? Ja. Könntest dir auch einen holen. Schadet nicht. Oh, bei dir ist auch Hunger. Hol dir mal was. So, kannst erstmal wieder ein bisschen wach sein. Du willst baden? So dreckig ist sie eigentlich noch gar nicht, ne? Wir könnten bei ihr aber gleich mal nochmal... Wie sieht das bei den Zweien hier aus? Der kriegt langsam Hunger. Dann kannst du ihn vielleicht gerade mal füttern. Und dann können wir... hier noch säubern und dann würde ich sagen, beibringen aufs Töpfchen gehen, Tina. Wer ruft denn an? Ja, ja, komm vorbei. Komm ruhig vorbei. So, weiter geht's aber in der nächsten Folge. Entschuldigung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und ja, wagt dich an ihn ran. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.